Euphorisch waren viele, also eine Nachbarin von mir, mit der ich vor kurzem drüber sprach, die sagte, dieses Gefühl, was sie damals hatte, das hätte sie sonst nur, wenn sie ganz stark und neu verliebt ist. Also das heißt, unglaublich aufgeregt, hoffnungsvoll, voller Vorfreude, aber natürlich auch mit einer rosaroten Brille im Gesicht, ne? So. Also so ein so Adrenalinspiegel so kurz unter der Decke und so, also das hatte schon was sehr Schönes, Aufgeregtes, ne? Aber ich glaube, das gehört dazu, weil also auch die rosarote Brille gehört zu solchen Ereignissen, glaube ich. Es gäbe in der Geschichte, glaube ich, überhaupt keine Revolution, wenn es nicht auch so eine rosarote Brille und etwas überzogene Hoffnung gäbe. Wenn die graue Realität der Zukunft schon immer sichtbar würde, würden die Leute wahrscheinlich immer die Finger davon lassen, eine Revolution anzuzetteln. Immer.